Devas und Gott, Polytheismus und Theismus. Es folgt eine Tabelle, auf der linken Seite Devas, auf der rechten Seite Gott. Devas, unzählbar viele, Gott, ein einziger. Devas, fragmentarische Teile, Gott, das vollständige Ganze. Devas, sie ehren den Höchsten als abhängige Diener. Gott, letztliches Subjekt aller Verehrung und Ziel aller Aufmerksamkeit. Devas, erschaffene Wesen, ewig individuelle Seelen, die gerade diese momentane Aufgabe als Deva eingenommen haben. Gott, letztlicher Schöpfer von allem, er ist ewig der Gleiche. Devas existieren innerhalb der materiellen Schöpfung. Gott existiert sowohl innerhalb als auch transzendent zu seiner Schöpfung in seinem ewigen Reich. Devas, sie delegieren verschiedene Verwaltungsaufgaben innerhalb der materiellen Welt. Sie haben Verantwortung inne über alle Elemente und Abläufe in der Schöpfung. Gott, er ist der ursprüngliche Lenker. Alles geschieht durch seine Ichya Shakti, seine Willenskraft. Devas, immer abhängig vom Willen Gottes. Gott, in allen Bereichen unabhängig. Devas haben materielle Körper, die Geburt und Tod unterworfen sind. Gott, seine Gestalt ist Sat, ewig, Chit, voller Bewusstsein und Ananda, voller Glückseligkeit. Er hat nicht einen Körper, sondern ist seine ewige Gestalt, die Kondensiertheit aller Liebe und Schönheit. Devas, es ist ein zeitweiliger Posten. Gott, er ist ewig derselbe höchste Herr. Devas, das Resultat ihrer Verehrung ist materiell und zeitweilig. Sie geben einen, was man sich wünscht. Gott, das Resultat der Verehrung von ihm ist ewig und selbst der kleinste Schritt bleibt immer unvergessen. Er schenkt einen, was das eigene innerste Bedürfnis ist. Devas, wenn man sie verehrt, gelangt man zur Dimensionsebene der Devas. Gott, durch die Verehrung Gottes wird die Liebe zu ihm vergrößert und es spielt keine Rolle mehr, wo man sich aufhält.